Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute wollte ich euch die 60383 vorstellen, das E-Auto aus der Lego City Serie. Finde ich ganz cool. Gucken wir uns erstmal den Karton an. Hier haben wir das Auto mit einer Ladestation. Hier sieht man nochmal die Figur mit der Ladestation zusammen und den Maßstab. Hier nix, hier nix. Joa. Bisschen Action, was man so machen kann. Das war's soweit. Und hier und nochmal, wie der das Auto lädt. Ja, nicht viel. Nichts Wildes. So, kommen wir jetzt erst zu dem Männchen. Den haben wir hier. Bedrucktes Oberteil, vorne und hinten. Kopf einfach bedruckt mit einer Kappe. Das war's dann auch soweit. Und blauen Bein. Ja, einfache normale Figur, aber das Oberteil sieht ganz cool aus, passend zu dem Gelb-Grün von dem Auto. Von daher ganz witzig. Dann kommen wir doch mal schnell zu dem Auto. Das haben wir hier. Ein süßes kleines Auto. Von unten sieht man ein bisschen bunt da drin. Hier so ein bisschen orange. Weiß, blau, aber alles nicht so wild. Dann haben wir hier dieses schöne Neongelb, würde ich fast schon wieder sagen. Ich glaube, das ist dasselbe wie von den Einsatzwagen oder Feuerwehr. Hier vorne auch. Das Set hat keine Aufkleber, überhaupt nichts an Aufklebern. War ich ein bisschen erstaunt. Leider auch ein bisschen, ja. Positiv überrascht, wie gesagt, aber hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich hätte gerne die Sticker oder den Print hiervon als Sticker, weil dann hätte man das zum Beispiel nochmal in Rot nachmachen können mit demselben Muster hier vorne drauf. Aber sonst kann man die nachbauen, ohne Probleme. Von hinten ist er auch ganz cool. Den Spoiler kann man rauf und runter. Wenn man hier so reinguckt, sieht man noch ein bisschen das Bunte. Das Blau weicht bisher von dem ab. Hätten Sie dran denken können. Aber was soll's. Sonst, wie gesagt, ein sehr, sehr hübsches Auto. Was ich sehr schön finde, sind die beiden Prints hier hinten drauf auf der Fliese. Die, ja, Akkus, die Energiezellen von dem Auto. Ganz witzig dargestellt. Dann, boah, hier vorne ist, wie gesagt, wir haben hier zwei Scheiben, die können wir abnehmen. Sonst nichts, nicht viel. Warum dann so ein transparent rotes Gitter drin ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schönes kleines Auto. Ging ganz, ja, relativ fix zum Aufbauen und hat aber auch Spaß gemacht dafür. So, kommen wir mal zu der kleinen Tanksäule. Ist das von außen oder von innen? Bisschen dahin. So, kommen wir mal zur Ladestation. Die ist auch wirklich simpel aufgebaut. Gar nichts Großartiges. Sieht aus wie fast wie eine Minifigur aus der Minifiguren-Serie mit der Platte hier unten drunter. Hier oben haben wir dann die Energiezellen nach der Schaff. Auch ein Print. Nicht die Energiezellen, hier die Solarpanel, die Sonnenkollektoren. Ganz cool gemacht. Ja, dann haben wir hier so ein kleines Bändchen dran, was wir dann vorne ans Auto hängen können oder wo auch immer. Zum Laden. Ja. Das war's dann auch hiermit schon. Ist halt ein kleines Set, gibt's nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall schönes kleines Auto. Sollte in keiner Stadt fehlen. Ich werde mir, denke ich, auch nochmal das eine Stunt-Motorrad holen. Weil der Sandfahrer hat ungefähr dieselbe
Musterung auf dem Oberkörper. Sie könnte zusammenpassen. Von daher, warum nicht? Aber das soll es dann auch heute gewesen sein. Für ersten. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder mit dem nächsten kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.